Moin Leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Danke, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Und ja, heute geht's weiter mit der 5M-Reihe. Und zwar habe ich heute ein neues Money Wash Script für euch. Und das befindet sich hier auf der Ecke. Ja. Die Position können wir natürlich wie immer auch abändern, umändern. Und ja, wenn wir jetzt dahin gehen, beziehungsweise geben wir uns jetzt erstmal noch Schwarzgeld. Sagen wir 500. So. Dann können wir das Ganze einmal kontrollieren und wir haben hier Schwarzgeld 500. Ja. So. Ja, wenn wir jetzt hier hingehen, kriegen wir auf jeden Fall schon mal eine Nachricht, ob wir dann Schwarzgeld auch waschen wollen. Wir reden mit dem, einfach mit E bestätigen. Ja. Und hier können wir dann einfach den Betrag eingeben. Das heißt in unserem Fall 500. Und wir waschen. Und somit haben wir auch eine coole Animation mit einem Koffer voll Geld, was natürlich ziemlich nice aussieht. Und ja, jetzt müssen wir eigentlich nur noch warten. Und oben rechts sehen wir schon, Handgeld haben wir jetzt 500. Das heißt, wenn das Ganze vollbracht ist, haben wir 750. Perfekt, hat funktioniert. Und oben kriegen wir dann natürlich auch die Meldung. Wenn wir das Ganze jetzt ausfüllen und wir haben kein Schwarzgeld dabei, dann würde es so aussehen, dass wir trotzdem einen Koffer voll Geld haben, weil das Script halt nicht davor abfragt, aber ist ja auch nicht so dramatisch. Und dann würde gleich eine Meldung kommen, dass wir nicht genug Schwarzgeld dabei haben. Ja. So, gut. Das Ganze funktioniert mit Oxlib, ja, muss installiert sein. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir auch direkt zur Installation. Link wie immer unten in der Videobeschreibung einfach runterladen und einmal auspacken. Dann hier kommt noch minus main oder minus master hinter, so das müssen wir noch entfernen. Und dann kopieren wir uns hier einfach den Ordnernamen raus und gehen dann anschließend in unseren Resource-Ordner und ziehen einfach diesen Ordner in den Resource-Ordner. Anschließend gehen wir zurück und gehen in die Server-CFG und hier müssen wir das Script einfach nur noch starten. Speichern. Und den Server neu starten. Somit sind wir schon ready to go und können das Script schon ausführlich testen, ausprobieren, wie auch immer. Jetzt gucken wir uns nochmal die Config an. Das heißt, wir gehen hier einfach in die Config und dann haben wir hier folgende Möglichkeiten. Und zwar hier haben wir die Einstellung für die Notify-File, wo sie angezeigt werden soll. Hier haben wir die Möglichkeit, wie lange das Ganze angezeigt werden soll. Und hier haben wir nochmal die Möglichkeit, den Pad, also den NPC, wo der halt steht, ja, zu verändern an einen anderen Ort oder sonstiges. Genau. Ansonsten haben wir hier noch, was wichtig ist, ist halt hier noch die Money Wash. So, das heißt, wie viel Prozent kriegen wir dann? Und hier ist das 50%, weil wir haben ja... Wir bekommen bei 500 250 echtes Geld raus und somit ist das die Hälfte. Dann haben wir noch die Möglichkeit, hier einen Webhook für Discord zu erstellen und den mit einzubinden. Das heißt, ein Webhook ist halt ein Webhook und der wird halt an Discord gesendet, also in den Channel. So, das heißt, wenn ich jetzt Geld waschen gehe, würdest du als Admin in einen Channel dann eine Nachricht bekommen. Und da geht ihr dann einfach auf Webhook erstellen und dann fügt ihr diesen Code hier ein. Ist eine lange Nummer. Und ja. Ja, hier können wir noch die Farbe verändern. Und hier können wir noch die Taste verändern. Das ist jetzt E, ne? Und hier haben wir noch die Möglichkeit, das Ganze auf DE zu machen. Es würde standardgemäß anders aussehen bei euch, das heißt, wir löschen das hier einfach mal und entpacken uns das Ganze nochmal. Das heißt, hier, wie gesagt, minus main einfach entfernen und dann gehen wir in die Config. Und hier sehen wir schon, es gibt zwei Sprachen, die unterstützt werden. In unserem Fall brauchen wir die EN nicht mehr, das heißt, die hier einfach entfernen
Und hier müssen wir das Ganze dann einfach auch diese zwei Striche entfernen, weil sonst wird das Ganze auskommentiert und das wollen wir ja nicht. Ne? So, dann speichern und wir sind fertig. Ne? Speichern, hochladen und den Server neu starten. Und wir haben das Skript soweit eingestellt. Gut Leute, falls euch das Video soweit gefallen haben sollte, dann lasst doch wie immer einen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein und ciao ciao. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fake.